Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Heute haben wir nicht nur den Meilenmittwoch an einem Donnerstag, sondern natürlich auch die neuen News. Die Vielflieger-News, die ich euch gebe, kommen sofort frisch gepresst, aber kleiner Hinweis, falls ihr den Meilenmittwoch an einem Donnerstag noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Wir haben viele Meilen-Deals, wir haben Avianca, Finnair, Alaska, United, Air France, die alle verkaufen Meilen. Also solltet ihr euch anschauen. Jetzt zu den frisch gepressten Themen, die wir haben für euch von heute. Und zwar einmal das Thema City Airlines. Die Vereinigung Cockpit sieht immer noch keinen Grund, warum man diese Fluggesellschaft gründet. Dann geht es weiter mit einer Dame, die Duct Tape Panzerband bekommen hat. Einmal übers Gesicht. Muss das Foto gleich noch geben. Hab's vergessen rüber zu kopieren. Aber ihr wisst ja, ich mache das immer live dann in der Sendung, quasi in der Aufzeichnung für euch. Und da wird die FAA tätig. Sie verklagt die Dame. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch. Dann geht es weiter mit der SAS. Die sagen, die Zeit in der Star Alliance ist kein Erfolg. Jo, schwierig. Weiter haben wir dann Southwest Airlines. 737 hatte eine Dutch Roll. Ich erkläre euch, was das ist. Das nennt sich auf Deutsch Taumelschwingung. Unschöne Geschichte bei der MAX. Maschine ist dadurch schwer beschädigt. Dann gibt es einen Investor bei Southwest, der das Geschäftsmodell der Southwest nicht mehr mag. Austrian Airlines Geschäftsmodell vielleicht demnächst mit einer 737 MAX. Ich hatte es gestern so am Rande erwähnt. Und dann sagten einige, warum? Besprechen wir auch, woher das Thema mit der 737 MAX kommt. Und was haben wir noch? Hitzeprobleme beim Flug. Ja, Hitzeprobleme. Und zwar Qatar Airways nach Athen und Gök Airlines, wie heißen sie? Ja, Gök Airlines in Antalya, die nach Deutschland fliegen sollten. Letzteres kam von dem fliegenden Senator aus Rosenheim. Danke für die Nachricht. Das heißt also, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, könnt ihr hier per WhatsApp oder jetzt auch per Telegram unter FQTTV, also @FQTTV, das ist unser Kanal. Link sollte auch unten in den Shownotes sein. Ich hoffe, das ist jetzt ordentlich eingebunden von mir. Wenn nicht, sagt Bescheid. Könnt ihr uns kontaktieren und alle Sorgen, Ängste oder Nöte loswerden. Auch zu Kreditkarten, ich sage es nur noch mal. Und für die Kanalmitglieder, freut euch, das Video wird heute auch oder morgen freigeschaltet. Ich werde die Zeiten nachreichen. Und für die anderen, da gibt es immer häppchenweise was aus dem Video. Eine Stunde und ein bisschen ein epischer Schinken. World of Hyatt und auch Kreditkarten von World of Hyatt. Jetzt können wir direkt loslegen. Wir sind ja fast schon bei 3 Minuten. Und das erste Thema ist die Southwest Airlines. Die Southwest Airlines fliegt ja mit 737 MAX und die fliegen ja ausschließlich mit 737. Und die haben eine sogenannte Dutch Roll gehabt. Das heißt also, das Flugzeug hat eine Taumelschwingung gehabt. Jetzt müssen wir natürlich besprechen, was ist eine Dutch Roll oder eine Taumelschwingung. Dutch Roll klingt ja irgendwie so nach irgendwas lecker, aber das ist sehr uncool. Und zwar hier ist es, da seht ihr das, die Taumelschwingung. Und zwar ist es einmal so, dass es eine gleichzeitige Schwingung ist um die Hochachse. Ne? Hochachse. Und dieses nennt sich dann Gieren. Und dann kommt noch ein Rollen dazu, das seht ihr dann im unteren Feld. Heißt also, dass man dann also quasi auch nochmal mit den Flügeln so rollt. Und wenn man das beides zusammen macht, ist das natürlich ein Problem. Dieses passiert bei diesen V-Flügeln und deshalb hat man sogenannte Gierdämpfer eingebaut. Heißt also, dass das Seitenruder dann automatisiert dagegen steuert. Bei der 737 MAX hat das wohl nicht ganz so funktioniert. Und bei dieser Pfeilung der Pfeilung des Flugzeugs, schwieriges Wort, muss man wohl vielleicht mal gucken, was man da noch macht, ob vielleicht das ein Einzelfall ist. Ich bin mal gespannt. Im Moment gibt es dazu keine Aussage, außer dass es ein Einzelfall ist und dass dort was kaputt gegangen ist. Und zwar war es der Flug mit der 737 MAX 8 von Arizona Richtung Auckland. Und da ist das dann aufgetreten und als man dann gelandet ist in Auckland, die Piloten haben die Maschine auch sicher da rausgeführt, also das wird sogar trainiert, ist das so, dass die N8825 Quebec dann nach
nach den Boeing-Leuten gebracht worden ist, also nach Seattle wieder nach Hause gebracht worden ist, dass sie dort reparieren können. Und zwar sind die erheblichen Schäden beim Standy Rudder PCU festgestellt worden. Und da muss man halt jetzt Gas geben. Also bevor wir das uns weiter angucken, die Behörden sagen, es ist ein Unfall. Und wann ist es passiert? Am 6. Juni, also vor 7 Tagen, vor einer Woche. Also da gibt es dann nochmal Aufmerksamkeit. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was da rauskommt und inwieweit das etwas ist, was ein Problem ist. Vielleicht ist es ein Problem, was die 737 MAX 8 nur haben. Vielleicht ist es aber auch etwas, was einfach nur ein Einzelfall ist. Ich hoffe das für Boeing. Jetzt geht es weiter mit Southwest Airlines. Ich kann das Piktogramm wegnehmen, nachdem wir jetzt alle wissen, was eine Dutch Roll ist. Das ist das Falsche. Moment, hier hätte ich mich gerade quasi selber erstmal weggemacht. Es geht weiter mit Southwest Airlines. Und bei Southwest Airlines ist es so, dass es einen Investor an der Börse gibt. Die haben an der Börse einen Wert verloren, und zwar innerhalb von paar Monaten, 50% in 3 Jahren, also in 36 Monaten. Und das ist natürlich etwas, was relativ problematisch ist. Southwest hat auch nicht die Gewinnentwicklung, wie andere Fluggesellschaften das haben. Und es gibt da einen Hedgefonds, der halt in Southwest Airlines investiert hat. Und Southwest Airlines ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie irgendeinen Quatsch machen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich nett sind. Ich war bei Recaro auf der AIX, und da gab es diesen neuen Sitz. Ihr habt das ja auch in dem Video gesehen, den ich persönlich sehr schön finde. Ich mag ja die Recaro-Sitze. Sitze ja auf einem, auch nochmal von der anderen Seite, da seht ihr es. Also insofern eine coole Marke, und das ist halt schon eine Evolution. Aber die Sitze sind halt aus Sicht des Investoren halt nicht Hipster, aber deshalb ist halt Recaro die richtige Wahl, dass man dort den Sitz genommen hat und da halt jetzt wirklich weitergeht. Aber es gibt kein Retrofit. So, und der Investor sagt, dass das ein angestaubtes Modell ist. Und zwar Elliott heißen die, Elliott Investment, und das ist einmal eine schlechte Führung. Klar, kann man direkt sagen, logisch, wenn nicht Gewinne gehoben werden, die man heben kann. Und wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass da Gepäck zum Beispiel kostenfrei eingecheckt werden kann. Es gibt keine Sitzplatzreservierung, es gibt auch keine Premium-Sitze. Deshalb gibt es so viele Lifehacks, wo man im Flugzeug bei Southwest trotzdem Exit-Row sitzen kann, wie man alleine sitzt, indem man halt, Leute haben dann angefangen zu husten, da Lungenkatarr oder sowas simuliert, also irgendwie sowas Merkwürdiges. Und das ist halt das Thema, wo man halt keine Gewinne macht. Und deshalb sagen die auch davon, dass man eine Strategie in einem modernen Airline-Umfeld nicht mehr aufgeht und damit das Ganze überholt ist. Und ich persönlich frage mich, ist so ein ehrliches Geschäftsmodell einfach überholt? Und wenn die einfach sagen, wir haben keinen Thrill, wir haben kein Nothing, wir haben keine, also bei uns gibt es halt keinen Bullshit, wenn man das ganz brutal formuliert. Und deshalb ist es jetzt so, dass natürlich der Vorstandschef Bob Jordan da wirklich in der Kritik steht, weil Fluggesellschaften Geld machen. Zum Beispiel eine Zahl von damals US Airways, als es die noch gab. Da hat Doug Parker gesagt, 40 Millionen Dollar macht er alleine nur mit Gepäck. Und man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist eine tolle Geschichte, dass das Gepäck kostenfrei mitgenommen wird, aber es ist ein Kostenfaktor. Und andere Fluggesellschaften utilizen das natürlich schon lange. Das nennt sich Ancillary Revenue. Auch, dass man für Sitzplätze Geld nimmt, ist ja so Exit Row, Bulkhead Row, Premium irgendwas und so weiter. Aber das gibt es alles bei denen nicht. Da wird ja auch schön brav immer noch nach Boardingnummer A1, A2 und so weiter aufgestellt. Und dann ist es so, dass man jetzt wirklich jemand Neues haben möchte, der neue Besen kehren gut. Und jetzt kommen wir zu der Frage des Tages. Seht ihr das auch so, dass eine moderne Fluggesellschaft wirklich im amerikanischen oder europäischen Umfeld all diese Sachen braucht? Premium-Sitzpreise, braucht Koffergebühren und. Oder ist so eine alte, klassische, ehrliche Geschichte, alles drin, so wie es halt immer war, vielleicht nicht besser? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und die Frage des Tages finde ich hier auch interessant in dem Fall, natürlich, weil ich sie mir selber habe einfallen lassen. Was haltet ihr von Southwest Airlines Geschäftsmodell? Wie findet ihr dieses Geschäftsmodell? Unten schön kommentieren.
Und ich bin mal gespannt, was da passiert und ob das vielleicht nicht der Untergang von der Southwest ist, weil sie sich dann einfach nicht mehr von den anderen unterscheidet. Und wir wissen ja, wie Passagiere sind und die haben ihre Fans, aber problematisch. Nachdem wir Problematisches haben, haben wir natürlich heute Austrian Airlines. Nicht, weil Austrian Airlines problematisch ist und auch nicht wegen der Vorfälle, die da jetzt waren. Das ist einfach nur schlechter Lauf. Aber Annette Mann möchte 737 MAX zumindest nicht ausschließen. Man hat ja bei Lufthansa da einige Flugzeuge bestellt. Man hat ja 40 plus 60 als Option gekauft letztes Jahr vor Weihnachten. Es gab da dann Überraschung. Ist wohl ein Deal von Carsten Spohr gewesen, der durchaus, ja, ich weiß, er macht Sinn. Ja. Was willst du denn machen, wenn die 777X zu spät kommt? Willst du denen erklären, ja, wir wollen von euch einen Rabatt haben. Aber wenn man einen Naturalrabatt bekommt, dann bekommt man halt mehr Geld und am Ende des Tages. Und natürlich das andere Problem, was halt die Lufthansa auch hatte, was vielleicht mit der MAX nicht unbedingt gelöst wird, ist einfach die Lieferung der Flugzeuge. Das ist nicht ganz so sicher, weil ab 2025 sollen die wohl geliefert werden. War doch so 2025, oder? Und ja, also insofern ist es natürlich so, dass man da ja, Nachschub braucht. Und Airbus kann da ja auch nicht wirklich liefern. Die sind ja bis 2035 irgendwie Oberkante, Unterkante, Lippe. Nein, Unterkante, Oberkante, Lippe. Ihr weißt, was ich meine. Auf jeden Fall sind sie nach oben hin voll. Und man hat lange überlegt, wer sollte sie kriegen. Lufthansa, habt ihr alle gesagt, nein, sollen die nicht kriegen. Dann hatten wir uns ja irgendwann mit der Eurowings. Und jetzt kommt die Austrian dran. Auch hatte man die Kollegin Boxberg bei Brussels gefragt, jetzt kam ich gerade nicht drauf, was damit ist. Und die sagt, nee, für uns kommt das nicht in Frage, die 737 MAX, weil wir sind eine reine 320er-Flotte, wir sind eine kleine Operation, aber sind grundsätzlich auf Airbus. Heißt also, dass man da dann natürlich die Hour komplett vielleicht auf 737 umstellt, weil bei denen müssen die Flugzeuge ja ausgetauscht werden. Das Datum, was Annette Mann genannt hatte, sind dass sie die Flugzeuge austauschen müssen bis nach 2035 eine beträchtliche Anzahl an Kurzstreckenflugzeugen. Man kann dann natürlich Flugzeuge wie die Neos, die man ja gekriegt hat, die durchaus noch okay sind, die kann man ja dann weiter im Konzern reichen und kann die dann wieder an die Lufthansa geben. Und da macht sich das Eurowide sehr gut. Und gerade weil Austrian einen hohen Bedarf an Schmalrumpfersatz hat, ist es halt wirklich so, dass man einer der 737-Fälle sein könnte. Und man sagte dann, Annette Mann in Wien war es, glaube ich, oder? Es war in Dubai, keine Ahnung. Auch Eurowings könnte ein Beispiel sein. Aber die Zuteilung im Herbst wird erst entschieden, frühestens. Und die ersten Jets sollen im Herbst 2027 kommen. Also ich war 2 Jahre zu früh. Bleiben wir mal gespannt, ob das wirklich so klappt. Aber das ist der Grund, weil halt wirklich die Austrian da prädestinierter ist von ihrer Flotte her, weil sie so viele Flugzeuge zu ersetzen haben, weil sie auch dann halt die komplette Operation ersetzen können. Man hat dann auch bei der Lufthansa selber keinen Gemischtwarenladen, bei Mainline, bei der Swiss auch nicht. Bei der Brussels ist man ein bisschen, keine Ahnung, ist man auch nicht so willig. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Auch die Freunde bei der City Airlines sollen ja auch da beglückt werden. Wir sind dann auch direkt weiter bei der City und die Vereinigung Cockpit sagt, dass die City Airlines für sie keinen Sinn macht und auch keine Notwendigkeit dafür sehen. Denn man muss einfach sagen, dass man mit Unverständnis, und das ist jetzt ein Zitat der Vereinigung Cockpit in der Pressemitteilung. Mit Unverständnis haben wir die Äußerung des Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa Group AG, Carsten Spohr, in Bezug auf die Lufthansa Cityline GmbH am Anfang der Woche zur Kenntnis genommen. Und die Frage ist, warum? Und zwar insofern hätte es nunmehr von der Seite Lufthansa, hätte man wesentlich mehr in Angriff nehmen sollen, dass man da eventuell den Tarifvertrag aufbaut, dass man diese 95 Sitze, das ist ganz genau die magische Zahl, dass man diese eventuell aufbaut, dass man den Leuten Perspektive gibt, weil die Lufthansa hat ja Probleme, die jetzt nicht unbedingt mit einer neuen Operation gelöst werden. Das macht das Ganze ja auch wieder, Achtung, Lufthansa-Codewort,
komplex. Und da muss man dann sagen, ja, das macht Sinn, zumal die natürlich bei der Cityline eine Operation haben, die stabil ist, die funktioniert, die bewiesen hat, dass sie funktioniert, die auch bewiesen hat, dass sie während Corona, Covid funktioniert hat und da keine Probleme bereitet hat. Und dieses Szenario, was man jetzt bei Lufthansa aufgebaut hat, dass man halt die Freunde bei der Cityline leider dann rauswirft, ja, was soll das dann sein? Sollen die dann ein Jobangebot in München bekommen? Wie soll das dann funktionieren? Wie sind die Leute motiviert? Heißt also, dass man da in Lufthansa-Konzern nicht wirklich die Hausaufgaben ernst nimmt, indem man Probleme löst, sondern vielleicht sogar neue Probleme schafft. Das nur noch mal als Klarstellung. Und das Zitat dazu ist, die Lufthansa hat einige Baustellen im Konzern, angefangen beim nicht wirklich geglückten Ramp-up nach Corona bis hin zu Nachwuchsproblemen in den Flugschulen. Wichtig ist jetzt, dass wir eine weiter wachsende Verunsicherung der Kollegen bei Lufthansa Cityline vermeiden. Das sagte der Vorsitzende der Tarifpolitik der Vereinigung Cockpit. Gerne steht die Vereinigung Cockpit weiterhin von konstruktiven und ergebnisoffenen Gesprächen zur Schaffung einer Perspektive für die Kollegen der Lufthansa Cityline zur Verfügung. Und wer natürlich glaubt, dass die City Airlines, die nicht tarifiert ist, irgendwann mal keinen Tarif bekommt, das glaube ich auch nicht, weil wenn die dann irgendwann mal mehr als die 3319er haben, irgendwann werden die auch anfangen zu streiken und die Lufthansa merkt das und dann merkt man, oh, die fliegen ja in Frankfurt oder in München nicht. Das dazu. Wir gehen dann weiter zu dem Thema SAS. Da ist auch irgendwie im Staat Dänemark, sind ja nur noch Dänen quasi drin, weil Schweden ist raus, Norwegen ist irgendwie raus. Und schaut euch den Meilenmittwoch am Donnerstag an. Wir haben viele First-Class-Deals ab Oslo für euch. Ja, hier ist es so, dass man bei dem SkyTeam, zu dem SkyTeam-Wechsel bei der SAS das Ganze sehr, sehr positiv betrachtet. Man sagt dort auch, dass man die Jahre bei der Star Alliance irgendwie als nutzlose Jahre sieht. Und jetzt kommt auch natürlich von Anko van der Werf seine Erfahrung bei der Air France KLM. Die haben natürlich da auch eine maßgebliche Rolle gespielt. Ob das jetzt etwas war, als man ihn verpflichtet hat und darauf gehofft hat, oder ob das jetzt etwas ist, wo er selber drauf gekommen ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber er sagte Folgendes. Er hat sich im Jahr 2000 bei der KLM mit dem Nordwest Joint Venture hat er angefangen, aus dem das Air France KLM Delta Joint Venture wurde, und weiß daher, wie stark eine solche Zusammenarbeit sein kann. Weshalb ich mich sehr darauf freue, Teil von etwas Größerem zu werden. Das klingt wirklich danach, dass man bei der Star Alliance sich quasi nicht aufgehoben fühlte und man blieb da quasi außen vor, war da irgendwie so, ja, das Kind, was nicht mitspielen durfte, und das ist natürlich etwas, was dort problematisch ist. Und deshalb hofft man jetzt halt auch, Teil von etwas Größerem zu sein. Und auch, dass man jetzt auf Attacke geht, und das zeigen ja auch übrigens die Preise sowohl als auch von der Lufthansa, als auch, dass die SAS auf Attacke geht, ist, dass man dort schon krawallgebürstet ist. Und zwar, Zitat, angesichts der Stärke von Air France, KLM, Delta und Virgin und unserer Stärke in Skandinavien ist es eine großartige Gelegenheit von SkyTeam und dessen Wachstum zu sein. Also auch hier wieder eine ganz klare Positionierung gegen die Star Alliance. Gut, man muss es natürlich auch sagen, ist ja wie Emirates über den 380er immer positiv reden muss, weil sie die Bude halt hauptsächlich haben. Aber ich glaube, dass dort ein ehrlicher Schmerz ist bei der SAS, dass man halt von der Lufthansa nicht ernst genommen worden ist. Man hat ja auch bei der SAS öfters angefragt, ob man gekauft wird. Und ja, die Lufthansa hat es halt nicht gemacht, aus verschiedensten Gründen. Gründe waren natürlich die Gewerkschaften. Da waren, glaube ich, waren über 30 Gewerkschaften oder sowas, die da bei der SAS sind. Also das heißt Riesenprobleme. Und jetzt ist es so, dass man bei der SAS eventuell auch von der Entscheidung der, ja, die nennen das ja SAS Plus oder so, also eine Business Class, so eine Art Premium Economy haben, ob man da jetzt eine echte Business Class draus macht, was natürlich auch relativ cool wäre. Warum? Weil es so ist, die haben natürlich die ganz normale Bestuhlung, aber jeder Sitz ist besetzt. Da gibt es keinen freien Mittelsitzplatz. Deshalb ist das keine echte Business Class. Das ist eher so eine Premium Economy Geschichte. Und wir prüfen grundlegende Überarbeitung unserer europäischen Business Class, sagt Arco van der Werf. Und logischerweise möchte man das dann natürlich an die Partner angleichen. Und das ist auch so eine Aussage, wo man sagen muss,
warum habt ihr es nicht bei der Starlines angeglichen? Ja, weil man da kein Partner war, ehrlicherweise. Man war zwar in der Starlines drin, man hat da den Status und so weiter geteilt, aber man fühlte sich halt nicht wirklich integriert, obwohl man ein Gründungsmitglied war und ist eigentlich, weil das werden sie ja immer bleiben, Gründungsmitglied, aber sei halt kein Mitglied in der Starlines. Und all diese Sachen sind natürlich so, dass man dort von den Worten hören kann, dass man dort enttäuscht ist über die Star Alliance. Auch hier könnt ihr natürlich antworten, ob das euer Eindruck auch ist, ob man den Schweden über den Leisten gezogen hat oder halt die halt jetzt einfach nur sagen, ja, weil sie jetzt gehen, können sie rumheulen. Also da wäre ich mal auf eure Aussagen gespannt und was ihr davon haltet. Jetzt haben wir noch ein Bild für euch, was auch relativ interessant ist. Ich werde euch das rüberziehen. Und zwar ist das das Bild von der Passagierin, die auf dem Flug mit American Airlines geducktaped wurde. Und so sieht das aus. Das ist hier von meinem Kumpel Paddle Your Own Canoe, Matthäus. Der hatte das gemacht. Hier seht ihr die Dame geducktaped. Jetzt fragt ihr, warum wird die für $82.000 verklagt? Und zwar wurde sie zum First-Class-Sitz verklebt mit Panzerband 2021, als sie einen Vorfall hatte. Und zwar, man hatte halt wirklich dort die Passagierin fixiert, weil man da eine Policy hatte, dass man halt dort bei Vergehen, das Bild muss wieder weg, bei Vergehen, und sie hatte halt versucht, die Tür zu öffnen, knallhart reagiert. Und die FAA hat halt in ihrem Pool auch diese Bestrafung, und die Bestrafung ist halt Cash, das sind $91.950 Dollar, die man als Strafe für ihren Vorfall berechnet. Ich meine, das ist jetzt kein Scherz, dass man da anfängt, an der Tür rumzufrickeln, auch wenn man die Tür rein theoretisch nicht aufbekommen kann, wegen Druck und so weiter. Aber trotzdem ist es halt eine Gefahr und man überlegt halt einfach, was passiert wäre, wenn das irgendwo wäre, wo die Kabine nicht gepressurized ist, wenn das bei der Landung passiert. Das ist ja alles schon mal gewesen. Und da muss man halt gucken, dass die Dame dort dann zur Rechenschaft gezogen wird. Und ich bin mal gespannt, was da passiert und wie ihr das seht. Wenn man sie mit den Flexicuffs hat nicht fixieren können, dann ist das natürlich auch so, dass Panzerband dann das Richtige war. Und ich bin mal gespannt, dass man hier Folgendes haben möchte. $27.950 für den Versuch, die Tür zu öffnen. $9.000 für die, also wo man die Cabin Crew dort belästigt hat. Und dann nochmal $45.000 für die Androhung, dass man einen Flugbegleiter, Begleiterin dort verletzt bzw. anspuckt oder schlägt. Also das ist da, so setzt sich die Strafe zusammen. Und da muss man natürlich gucken, was da passiert. Aber ich bin mal gespannt, dass dieses Tucktape, was halt normalerweise nur um kaputte Stühle oder Equipment zu fixen da ist, für die Passagierin genutzt worden ist. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Und jetzt sagt ihr natürlich, warum haben die nichts anderes genommen? Die nehmen natürlich, glaube ich, auch diese Kabelbinder, die auch die Polizei zum Beispiel benutzt, mit dem Metall innen drin. Weil so ein Plastik kannst du wahrscheinlich aufmachen. Ich habe das nie wirklich ausprobiert. Ich glaube, wenn man die so dreht, die Plastik, dann klacken die oder so. Und bei dem Metall soll das nicht passieren. Aber anscheinend hier war es halt mit dem Metall nicht möglich, die Dame zu fixieren. Und deshalb wurde sie dann quasi mit Duct Tape dort beglückt. Auch hier könnt ihr unten als Frage des Tages das Ganze beantworten. Wie findet ihr die Klage der FAA? Sind solche Zahlungen sinnvoll? Die Frage ist natürlich auch, ob man so ein Geld von den Passagieren bekommt oder geht es halt wirklich nur um die Abschreckung. Und ich sehe gerade, wir haben 24 Minuten. Ich habe noch zwei Themen für euch vorbereitet. Und zwar, das eine Thema geht direkt los. Damit war es dann halt so, dass man dann ganz klipp und klar die Passagiere natürlich alleine gelassen hat. Und das ist halt das Problem, was bei solchen Fluggesellschaften teilweise passiert, weil man nicht weiß, ob es
weitergeht oder nicht. Und das wäre ja auch zum Beispiel bei Lufthansa möglich. Soll ich jetzt einen Service machen? Soll ich da Getränke bringen? Also sowas war ein Problem. Und von der Temperatur her waren das 100 Grad Fahrenheit. Heißt also, wenn man das in Centigrade umrechnet, das sind 38 Grad. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, dass man da halt wirklich wegen des warmen Wetters nichts machen könnte. Und ich denke mal, dadurch, dass sie halt wirklich nur so einen kleinen, also es gibt, die haben dieses Wasser mit der Folie drauf, was sie bekommen haben. Und dass man ein kleines Softdrink bekommen hat während der Verzögerung, ist natürlich ein Problem. Aber 16 Stunden Verspätung, die daraus resultiert waren, waren auch krass. Also da könnt ihr mal sagen, was da aus eurer Sicht falsch gelaufen ist. Ich kann euch nur sagen, wenn man da in einem Flugzeug sitzt oder reingeht, was halt zu warm ist, das ist kein Geschenk. Den zweiten Fall, den ich euch bringe, das ist Gök Airlines. Und zwar die Gök Airlines, die sind geflogen von, was hatte ich noch gesagt, Antalya. Da habe ich Antalya doch falsch geschrieben, da muss doch ein Y rein. Unglaublich. Und zwar von Antalya wieder zurück nach Düsseldorf. Und da wurde dann halt auf TikTok über die Zustände gesprochen. Und zwar nächstes Mal Münster-Osnabrück, sorry dafür. Und es sollte halt wirklich ein Rückflug werden, der problemlos ist. Aber dann war es aber so, dass man eine Stunde am Boden ausharren musste. Und das Problem ist halt, wenn man bei diesem warmen Wetter in Flugzeugen ausharren muss, und das passiert auch in Deutschland, wenn es warm ist, die Buden heizen sich relativ schnell aus, ist das so, dass es natürlich schweißtreibend wird. Es wird halt wirklich ein Riesenproblem. Und Kinder reagieren da auch nicht sehr gut drauf, weil Hitze macht auch Leute aggressiv, sowohl bei Katar als auch bei dem Fall. Und das sind halt unfassbare Zustände. Aber erst als dann die Panik ausbrach, sind sie bei dem Flug erst starten wollen und wurden dann erst rausgelassen. Und das finde ich halt wirklich ein Problem. Also in München gab es auch einen Vorfall. Das war Tailwind Airlines. Und ja, schwierig. Auch hier könnt ihr sagen, was ihr davon haltet. Wenn aber was kaputt geht, das ist dann natürlich ein Problem. Und wenn der Flughafen da keine Kühlung bringen kann. Das war ja auch das Thema zum Beispiel bei dem, wo haben wir es hier, ist das Mikrofon. War es auch bei dem Flug, was ich mit Finnair von Helsinki nach Los Angeles hatte. Da war einfach keine AC verfügbar. Also das heißt, man konnte keine gekühlte Luft in das Flugzeug reinblasen. Normalerweise hätte man einfach sagen müssen, wir boarden nicht, bis das Flugzeug ordentlich von der Temperatur ist. Ist halt schwierig, was man in so einer Situation macht. An dieser Stelle können wir dann fast sagen, wir haben die 30 Minuten voll und können jetzt die Frage des Tages beantworten. Und die Frage des Tages, die gebe ich euch auch noch mal. Ach, das sind ja nur 18 Sekunden gewesen, nicht 28. Was haltet ihr von der Southwest Airlines Geschäftsmodell, wo man halt ehrlicher ist, wo man sagt, das kannst du alles mitnehmen, da gibt es keinen Shishi? Und wie findet ihr die Klage der FAA, dass man halt Passagiere wirklich dann auch so nach einer Tabelle bestraft? Tür öffnen, Versuch kostet Summe X, 5.000 kostet es für das und das kostet so viel. Wie findet ihr sowas? Da es ihr bis zum Ende jetzt geschafft habt, danke ich euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt. Denkt daran, wenn ihr das als Podcast hört, es gibt meinen Mittwoch und andere Themen auf YouTube unter Frequent Traveler TV at FQTTV, also FQTTV. Selber, wenn man Englisch sprechen will, kann ich kann, weil man gerade Verlust hat. Aber danke dafür. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer wieder auf Telegram oder sonst wo eine Nachricht schicken. Ich werde jetzt die nächste Folge für Meilenmittwoch, aber an einem Donnerstag aufnehmen. Also danke dafür und bis morgen in Alt und Frische oder nachher. Also freue mich und bis dann. Ciao. Abspann für euch. Bis dann. Ciao. Thank you.